Leute, heute ist kein schöner Tag für Botaniker El Mago. Ja? Das ist Luis. Und Luis ist tot. Luis hat es nicht überall geschafft. Luis hat es nicht über den Berg geschafft. Leute, ich habe gedacht so, die Wohnung, die kann mal verschönert werden. Hier kann mal ein bisschen Leben rein, hab mir Pflanzen gekauft. Und 2 Wochen später ist Luis tot. Luis war mal grün, jetzt ist Luis braun, dunkelbraun. Was kannst du eigentlich? Luis hat tolle 2 Wochen gehabt, Luis hat ein gutes Leben gehabt. Doch jetzt vorbei, es ist vorbei. Ciao Luis. Luis, du hast alles getan, Luis. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Die anderen Pflanzen leben noch. Botaniker El Mago war ein Projekt. Ich hatte noch nie Pflanzen im Haus. Ich habe halt ganz viele Pflanzen gekauft fürs Haus, für die Wohnung. Und die anderen leben noch. Keine Sorge, die leben nicht mehr. Luis wird aber die letzte Ehre noch gegeben und darf im Hintergrund stehen. Ja, der braune Luis. Aber es ist auch, ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, es war die schwierigste Pflanze, weil das ist eine Rosmarinpflanze. Ja, Rosmarin, ich weiß, es ist eigentlich ein Gewürz. Aber die sah halt sehr gut aus und riecht auch noch ganz gut. Aber die ist so sehr empfindlich, ja. Die darf man auch nicht zu viel gießen, wenn man sie zu viel gießt und so weiter und so fort. War es das leider mit Luis. Heute, Freunde, um Luis soll es aber nicht gehen. Heute geht es um die 10, um unglaubliche Flugzeuglandungen, ja. Heute geht es um unglaubliche Flugzeuglandungen. Finde ich persönlich ein sehr interessantes Thema, weil ich jedes Mal, wenn ich auch fliege, mir denke, so was passiert jetzt, wenn wir jetzt gerade abstürzen würden? Was würde ich tun? Würden wir überleben? Würden wir eine krasse Flugzeuglandung machen? Heute, Leute, wird es auf jeden Fall richtig spannend. Wow! Lasst ein Abo da, wenn ihr noch nicht in der Marke seid, das würde mich freuen. Es ist ein kurzer Klick unter diesem Video. Klickt schnell drauf, es ist ganz kurz, Leute. Und es bringt uns so weit nach vorne, Leute, damit wir die 1,3 Millionen mal bald knacken. Und Freunde, lasst auch ein Like da, wenn es euch gefällt. Ein kurzes Like, würde mich freuen. Ja, yeah. Und los geht's ins Video. Landung auf dem Hudson. Oh mein Gott, die Story kenne ich irgendwie. Landung auf dem Hudson River. Da, die habe ich mal gehört, aber ich weiß nicht mehr genau. Die ist mag seltsam. Die ist krank. Die ist richtig krank, diese Story. Schein. Aber eine Ente oder ein anderer Vogel ist manchmal genug, um das Flugzeug zu Fall zu bringen. Es stimmt, das passiert sehr selten. Aber dennoch, hier ist die Situation für euch. Die Passagiere des Fluges von New York nach Seattle mussten eine Notlandung im Hudson River erleben, nachdem der Airbus A320 von einer Schar Graugänsen angegriffen wurde. Weniger als eine Minute nach dem Start taumelte das Flugzeug und die Passagiere sahen, wie die Triebwerke Feuer spuckten. Oh mein Gott, ey, stellt euch vor, ihr sitzt im Flugzeug, guckt nach links, rechts aus dem Fenster, ja, ihr angeizt und dann haben die Triebwerke einfach Feuer. WTF? Ich meine, das ist eine so schlimme Situation, wenn du checkst, wenn du realisierst, okay, wir werden gleich abstürzen. Ich glaube, ein Vogel macht zum Triebwerk heutzutage nichts mehr, aber wenn da so eine ganze Schar so eine von Gänsen oder so reinfliegt, dann kann das die schon in den das Motoren schon zum Abschluss gebracht. Bringen. Abgesehen von den armen Gänsen, die da reinfliegen, das natürlich, die sind danach geschreddert, das tut mir natürlich auch sehr leid. Die Gänse haben sie außer Gefecht gesetzt. Der Kommandant des Flugzeugs informierte den Dispatcher über eine Kollision mit einem Vogelschwarm und übertrug ein Notsignal. Sekunden später wurde klar, dass er das Flugzeug nicht in der Luft halten und zur Startbahn bringen konnte. Riskant, aber die einzige Möglichkeit, die Besatzung und 150 Passagiere zu retten, war die Landung auf dem Hudson River, was der Pilot auch tat. Als Folge der unglaublichen Professionalität der Crew wendete sich alles zum Guten und er graute. Aber lebende Passagiere stiegen auf die Flugzeugflügel, um auf die ankommenden Retter zu warten. Krass. Die haben sich dann darauf gestellt, Leute. Ich glaube, es haben alle überlebt. Aber auch danke, dass ich wieder hier beim Videodrehen einfach komplett gestört würde. Es tut mir leid. Erst habe ich um Luis getrauert. Wer ist Luis? Die Pflanze. Ach du Scheiße. Luis. Rest in peace, Luis, an dieser Stelle. Rest in peace, Luis. Das war's mit Luis. Luis hat mich ein bisschen Geld gekostet. Doch nun ist Luis tot. Okay. Wir stehen ins nächste, Flugzeug. Leute. Das Flugzeug ohne Dach. Ohne Dach. Es gibt viele schnelle und coole Attraktionen, die man fahren kann. Aber sowas Extremes habt ihr bestimmt... Zum Beispiel... 737 Passagiere mussten ohne Dach aus einer Höhe von 7300 Metern landen. Du bist in 7 Kilometern Höhe, okay? Du musst dir einfach mal konkret, müsst ihr euch mal reinziehen, ihr fliegt ohne Dach in 7 Kilometern Höhe. Ich glaube, es gibt schönere Dinge auf dieser Erde. Ich glaube, es gibt angenehmere Dinge. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorzustellen habe. Wenn du in 7 Kilometern oben bist und denn das Dach weg ist, ich komme nicht klar. Während eines Orkans mit einer Geschwindigkeit von 530 Kilometer die Stunde. Ein kurzer Flug zwischen den Hawaii-Städten Hilo und Honolulu hätte nur 35 Minuten in Anspruch nehmen sollen. In der 23. Minute, als das Verkehrsflugzeug die erforderliche Höhe erreichte, gab es eine explosive Dekompression, indem die Tür des Cockpits und das Dach der Boeing über die ersten 6 Reihen abgerissen wurde. Nein. Die Passagiere waren bei einer Temperatur von minus 45 Grad Celsius im Freien. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie hatten die Sicherheitsgurte noch nicht gelöst, was glücklicherweise ihr Leben gerettet hat. Ja. Leider wurden die Stewardessen, die die Getränke verteilt haben, durch die Kabine geworfen. Oh mein Gott.
Gott, ey, Leute, stellt euch das vor. Ohne Gurte würdet ihr auch einfach so komplett rausgeschleudert werden, rausgezogen werden oder entweder durch die Kabine geschleudert werden. Aber man muss sich vorstellen, dieser Moment, wenn du... Also es gibt ja die Leute, die direkt unter diesem freien Himmel waren und dann Leute, die hinten waren und hinten zugeguckt haben. Ne? Und es wird einfach minus 45 Grad. Leute, wenn es draußen minus 5 Grad schon ist, dann ist es kalt. Bei 0 gefriert es minus 45 Grad. Das muss man sich einfach mal reinziehen. Der Flugzeugkommandant begann eine Notfallreduktion auf 3000 Metern bei Geschwindigkeiten von mehr als 500 km/h. Und 11 Minuten nach dem Vorfall landete der Kapitän das Flugzeug auf dem rechten Triebwerk. Okay, also 11 Minuten mussten die durchhalten. Zum Glück überlebten alle Passagiere. Alle haben überlebt. Wahnsinn. Und Besatzungsmitglieder und blieben unverletzt. Wahnsinn. Landung über dem Strand. Okay. Was macht ihr normalerweise am Strand? Ihr entspannt euch... Ah, schon wieder der Flughafen. Den hatten wir letztens erst in dem Video. Und genießt die Ruhe. Jedoch nicht, wenn ihr am Strand von Maho auf der Insel St. Martin seid. Die Sache ist, dass der Strand in unmittelbarer Nähe des internationalen Flughafens ist. Ja, dieser Flughafen ist einfach Legende und die Flugzeuge Strand. Fliegen so niedrig, dass man sogar von einem Luftstrom getragen werden kann, vor dem die örtlichen Behörden ständig warnen. Princess Juliana Airport hat eine sehr kurze Startbahn, nur 2180 Meter, die die Flugzeuge dazu zwingt, sehr niedrig zu landen und abzuheben. Ja. Manchmal können sie auf einer Höhe von nur 10 Metern über dem Boden sein. Oh mein Gott, und vor allem, das Video, was ich ja letztens angeguckt habe, da ist das gestartet, dass die Triebwerke starten und diese Menschen hinter diesem Flugzeug sind einfach ins Wasser geweht, ja? Die sind einfach ins Wasser geweht. Freunde, dass die Touristen ihre Kameras zücken lässt. Das ist sick. Solche Landungen in der Nähe einer riesigen Ansammlung von Menschen sind sehr gefährlich und niemand weiß, wie die nächste Landung enden kann. Ach, die ist gefährlich. Ja, seine Pflanzen nicht zu gießen ist auch gefährlich für Luis. Ich ohne Nase. Okay, Freunde, bevor es ins Flugzeug ohne Nase geht, ich will nicht wissen, was mit dieser Nase passiert ist. Machen wir die Grüße aus an die Magics, an das Kanalmitglied André Pet, an FloPro, an Cookie_2 und den ersten Kommentar im letzten Video zugeschrieben. Wenn im nächsten Video auch grüß werden wird, schreib einfach einen Kommentar oder sei im nächsten Video. Der allererste Kommentar, Leute, ihr wisst ja langsam, wie der Hase läuft. So. Und diese Geschichte handelt von einer wahren Heldentat. Am Donnerstag, okay. Dem 27. Übrigens, die Hudson River Geschichte, Leute, ich glaube, das war eine andere, die ich im Kopf hatte. Das war auch, glaube ich, irgendeine richtige Heldengeschichte. Ich weiß nicht, ob das die war, die wir da gehört haben. Keine Ahnung, es ist auch lange her. Das ist nur so eine kleine graue Gehirnzelle, die noch ganz hinten irgendwo ist, die mich daran erinnert hat. Aber sonst weiß ich nichts mehr darüber. Juli machte der ukrainische Pilot Alexander Akopov in Istanbul eine heldenhafte Landung eines Passagierflugzeugs der Turkish Airlines am Flughafen Atatürk. Oh, ich bin auch schon mit Turkish Airlines geflogen. Das Flugzeug mit der ukrainischen Besatzung flog von Istanbul nach Erkan in Nordzypern. Und in einer Höhe von 4000 Fuß brach Hagel die Nase des Flugzeugs und das Cockpitscheibe. Der Kapitän hat sich dafür entschieden, zurückzukehren. An Bord gab es 121 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder. Die ukrainischen Piloten und 2 türkische Stewardessen zeigten Mut bei diesem Vorfall. Der Kommandant landete blindlings und sah nur durch das Fenster. Einfach unglaublich. Als er das tat, applaudierte ihm die ganze Plattform des Atatürk-Flughafens. Warte, was? Ist vorne die Windschutzscheibe kaputt gewesen? Ja. Wie kann man denn da landen? Der ist einfach durch sein linkes Fenster ist er gelandet. Ja moin, der sieht einfach nichts und landet mal so eine Riesenmaschine, die in der Luft irgendwie 1000 km/h fliegt. Piloten anderer Flugzeuge blinkten mit den Scheinwerfern und kamen an Bord, um Alexander die Hand zu schütteln. Wir denken, dass es einer Hochachtung wert ist. Ja, definitiv. Absoluter Ehrenmann. Pilot über Bord. Absoluter Ehrenmann, Leute, würde Elmar jetzt sagen. Das ist mega Ehrenmann. Es ist unwahrscheinlich, dass es eine zweite Person auf der Welt geben wird, die auf dem Dach des Flugzeugs gefahren wäre. Der erfahrene Pilot Tim Lancaster, der über 11.000 Stunden geflogen ist, war der Kommandant eines Flugzeugs, das 1990 von Großbritannien nach Spanien flog. Um 7.20 Uhr verließ das Flugzeug den Flughafen von Birmingham und fuhr in das sonnige Land. Nach 13 Minuten erreichte das Flugzeug eine Höhe von 5.000 Metern und der Kommandant lockerte die Sicherheitsgurte. Aber dann gab es ein Grollen. Die Windschutzscheibe von der Seite des Kommandanten flog in eine unbekannte Richtung und der Pilot selbst folgte ihr. Durch einen glücklichen Zufall blieben seine Beine im Cockpit stecken und der arme Mann wurde von außen mit einem wilden Wind an das Flugzeuggehäuse gedrückt. Nein! Der Flugbegleiter klammerte sich mit beiden Händen an den Kapitän. Ja moin, der kann auch in seinem Leben erzählen, ja, ich bin schon mal außerhalb von einem Flugzeug geflogen. Aber wieso fliegen immer die Windschutzscheiben raus? Aber da muss ja auch ein unglaublicher Druck sein, wenn so ein Flugzeug mit 1000 km/h durch die Luft fetzt oder 800 km/h. Keine Ahnung. Und denn dieser Wind, der gegen diese Scheiben presst, das muss und ließ sie nicht aus dem Flugzeug fliegen. Der Co-Pilot begann einen Notabstieg und schickte ein Notsignal. Und so flogen sie zum nächsten Flughafen, um eine Notlandung zu machen. Der frierende, mit gebrochenen Händen, aber lebende Tim wurde aus dem Flugzeug... Der friert ein bisschen, bei minus 50 Grad gefühlt, Hände gebrochen, aber der ist am Start, entfernt und nach 5 Monaten... Sick, dass sie das auch überleben, also...
Daten konnte er wieder am Steuer sitzen. Das extreme Abenteuer hat man dem Mechaniker zu verdanken, der die Scheibe im Flugzeug vor dem Flug gewechselt hat. Er schraubte die Schraube mit den falschen Schrauben fest und irrte sich buchstäblich um einen Millimeter beim Durchmesser. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, der arme Mann. Vor allem, weil die jetzt ja wissen, woran es lag. Er hatte die Schuld. Oh mein Gott, das ist hart für ihn. Das ist hart. Der hat seinen Job verloren, der hat richtig Stress gehabt. Freunde, das war's mit den spektakulärsten Flugzeuglandungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mich hat's unglaublich unterhalten. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr euch in der Marke seid. Das ist ein ganz kurzer Klick hier einfach. Hier kommt's auch zu meinem Shop, zu meinen Klamotten, Leute. Checkt auf jeden Fall ab. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du mal alles in Upload. Ja, klickt euch gerne durch. Schaut auch auf meinem Kanal. Es gibt, ich glaube, wir sind schon fast bei 1000 Videos. Ich habe bald 1000 Videos online. Checkt sie gerne ab. Klickt euch durch. Es gibt so viel lustigen Content. Wir sehen uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Euer El Margo.